Herzlich willkommen, liebe Besucherinnen und Besucher unserer virtuellen Bühne. Ich freue mich, dass ich Sie begrüßen darf. Der Landkreis Göttingen hat gemeinsam mit dem Göttinger Tageblatt und einem Expertenteam im Internet eine virtuelle Bühne geschaffen, damit sich die Kulturschaffenden in Südniedersachsen dort präsentieren können. Wir haben ein überaus vielfältiges Kulturangebot in unserer Region und gerade die Einschränkungen in der Corona-Krise treffen die Kulturschaffenden hart, denn sie sind auf den Austausch mit ihrem Publikum angewiesen und der ist jetzt in dieser Form nicht mehr möglich. Umso schöner ist es, dass es uns gelungen ist, eine virtuelle Bühne zu schaffen, auf der sich Kulturschaffende präsentieren können, auf der sie ihre Einrichtung vorstellen können, ihre Arbeit zeigen können und den Kontakt zum Publikum halten können. Im Idealfall gelingt es uns auch, neue Publikumsschichten zu erschließen, die richtig Lust darauf bekommen, nach der Corona-Krise die Museen und die Einrichtungen in unserem Landkreis zu besuchen. Darüber hinaus ist es dank des Expertenteams gelungen, auch Beiträge zu produzieren, professionelle Beiträge. Und da bin ich den professionellen Filmemachern Detlef Fricke und Tim Bayer sehr, sehr dankbar, dass sie rausgefahren sind in den Landkreis und Aufnahmen gemacht haben vom Brotmuseum in Ebergötzen, von der Willem-Busch-Mühle in Ebergötzen und auch von unserem schönen Zisterzienser-Museum in Walgenried. Diese professionellen Beiträge zeigen, wie vielfältig unsere Kulturlandschaft hier in Südniedersachsen ist und dass man gar nicht weit fahren braucht, wenn man historische Institutionen und Museen besuchen möchte und einen schönen Tag verbringen will und sich über die Kultur vor Ort in seinem Landkreis informieren möchte. Ich freue mich, dass Sie diese virtuelle Bühne besuchen und sage Vorhang auf.